Bei einer Testfahrt am Dienstag machten Crewmitglieder in Chinas Tiefseetauchboot Videos und Fotos vom Meeresleben, fast 5 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Das U-Boot, genannt Jiaolong, soll fähig sein, über 70% des Meeresbodens weltweit erreichen zu können. 2012 ist eine Testfahrt in 7000 Metern Tiefe geplant. Laut Chefkonstrukteur Chu Jinan ist Jiaolong weltweit das erste bemannte Tauchboot, das in dieser Tiefe taucht. Chu Jinan sagt, die Ausstattung von Jiaolong beinhalte modernste Technik. Ein digitales Unterwasserkommunikationssystem und ein Unterwassermobilitätssystem soll größte Mobilität in der Tiefe garantieren. Das Jiaolong-Projekt begann 2002. China ist das 5. Land, das bemannt in diese Tiefen taucht und folgt somit den Vereinigten Staaten, Frankreich, Russland und Japan.